Seit wenigen Tagen ist sie auf dem Markt, die neueste Ausgabe dieser kleinen Fußballbildchen zur WM in Brasilien. Sticker der Profis zum Sammeln und Tauschen. Fußballbegeisterte Jungs und vielleicht ja auch Mädchen sind total verrückt danach. Das ist an den Handballern der SG Neuenhagen nicht spurlos vorbeigegangen. Vor kurzem haben sie selbst ein Album mit extrem hohem Sammlerwert bestückt. Ganz normale Brandenburger Jungs. Trainingsalltag in Neuenhagen. Die B-Jugend macht sich fit für den Saisonabschluss. Dass sie mal im Rampenlicht stehen würde, wer hätte das gedacht? Na, sowas Großes haben wir noch nie gemacht, so mit Kamera. So ein bisschen schüchtern ist man auch. Und dann haben wir uns auch gedacht, was soll das eigentlich, weil wir eigentlich nur eine Dorfmannschaft sind. Die SG Neuenhagen bekommt ihr eigenes Sammelalbum. Panini-Sticker von jedem Teammitglied ihrer Handballmannschaft. Ein Geschenk war das. Für den Trainer. Da standen die Tränen in den Augen. Also das ist so rührend, das ist so eine Anerkennung der Arbeit, die man macht. Ich mache sie auch ehrenamtlich neben Beruf und alles. Also es war fantastisch. Also ich konnte es wirklich nicht fassen. Zunächst müssen alle vor die Kamera. Die Spieler, die Trainer, Schiedsrichter, jeder, der zum Verein gehört. Und klar, die genieren sich, denn niemand hat hier jemals zuvor mit einem Profi-Fotografen zusammengearbeitet. Super, guck mich an. Ach, ihr seid ja golden. Wer hat einen Witz für Silke? Blondinenwitz? Bös mich an, richtig viel. Okay, jetzt in die Kamera, komm. Bitterböse in die Kamera, bitterböse. Wütend. Okay, stopp, und jetzt Augen auf und lächeln. Okay, super. Sammelalben für Amateurvereine. Eine Idee von Michael und Eike von Maifusa. Der eigentliche Kern ist, man spielt selbst Fußball, man macht die Tricks der Stars, man fiebert jedes Wochenende mit seinem Bundesligisten mit. Aber man selber möchte natürlich auch genauso im Rampenlicht stehen. Und das war der Punkt. Wir wollten eigentlich das genau für uns machen. Oder man spielt eben selbst Handball. Oder man spielt Handball, in dem Fall Handball, ja. Irgendwann sind alle Aufnahmen im Kasten und jetzt heißt es 2 Wochen warten, bis die Alben gedruckt sind. Und dann der Tag X. Der Tag des letzten Heimspiels. Der Tag, an dem die Sticker verteilt werden. Neuenhagen gewinnt gegen den Tabellenletzten und freut sich doppelt. Ringfrei zum Sammeln und Tauschen. Ich finde es auf jeden Fall cool, weil man das halt nur kennt von früher. So von den Profispielern halt Fußball und so. Und jetzt hat man selber so eine Sticker. Das ist schon cool. Mein Lieblingsbild habe ich zum Beispiel unser Trainer. Also ja, klar, unser Trainer hat dann mein Lieblingsbild. Das ist richtig geil geworden. Also das ist eine schöne Erinnerung, die ganze Saison jetzt, die so erfolgreich war, so tolle Jungs, alles. Und das ist einfach gigantisch. Es ist witzig, ist sicherlich auch eine schöne Erinnerung, auch für die Jungs selber, für später dann mal, um ihren Kindern mal zu zeigen, hier meine Mannschaft. Bilder einer Saison, die in Neuenhagen niemand vergessen wird. Der Verkauf der Alben bringt Geld für eine ebenso unvergessliche Abschlussfahrt.